Ja, vielen Dank für die Einladung. Nach dem tollen Vortrag mit den wunderschönen Bildern kommen wir jetzt sozusagen in die Niederungen der Corona-Realität zurück. Und Impfungen sind ja sozusagen der Weg aus der Pandemie und in aller Munde. Und daher, jetzt stehen die Drittimpfungen an und daher möchte ich Ihnen anfangen damit, nochmal einen Überblick geben, erstmal, was die Impfstoffe sind, wie sie aufgebaut sind und dann eben in nähere Details zu den Drittimpfungen kommen. Bevor der Corona-Pandemie hatten wir eigentlich zwei große Gruppen von Impfstoffen. Wir hatten Totimpfstoffe und hatten Lebendimpfstoffe. Totimpfstoffe waren zum Beispiel abgetötete Erreger, zum Beispiel durch Formalininaktivierung oder in Hefen oder in anderen Organismen hergestellte virale oder bakterielle Proteine, Toxine zum Teil, die gespritzt werden und dann Antikörper dagegen im Körper induzieren. Und ein Problem von denen ist, dass sie eben nur eine Arm unseres Immunsystems aktivieren, nämlich die B-Zellen, die Antikörper machen, aber den zweiten Teil, nämlich die T-Zellen, schlecht machen. Beispiele für solche Impfstoffe sind die jährliche Influenza-Impfung, Hepatitis B, aber auch viele der Kinderimpfungen wie Tetanus und Diphtherie. Demgegenüber stehen die Lebendimpfstoffe. Hierbei handelt es sich um abgeschwächte, aber eben vermehrungsfähige Erreger, die insbesondere bei Immunsupprimierten nicht eingesetzt werden können, weil sie dann doch zu infektiös sind und möglicherweise lebensbedrohlich werden können. Hier handelt es sich um eine echte Infektion. Das heißt, hier wird sozusagen die volle Breite unseres Immunsystems aktiviert. Das heißt, es werden sowohl von den B-Zellen Antikörper gebildet, aber auch sehr gute T-Zellantworten induziert. Und Beispiele hierzu sind eben die Kinderimpfung, Masern, Mumps, Röteln und Windpocken. Aber aufgrund der Komplexität, eben Erreger herzustellen, die eben nicht zu pathogen sind, also nicht zu gefährlich sind, aber doch noch einen guten Impferfolg machen, war es eben sehr schwierig, solche Impfstoffe zu produzieren. Jetzt mit der Corona-Pandemie haben wir zwei neue Klassen, nämlich einerseits die sogenannten genbasierten Impfstoffe, Gen auf RNA oder auf DNA, und die vektorbasierten Impfstoffe. Wenn Sie mich gefragt hätten vor der Pandemie, was wir bei den genbasierten zuerst haben würden, hätte ich gesagt, die DNA-Impfstoffe keine Frage, weil die Herstellung einfach viel einfacher ist. Aber wir mussten jetzt lernen, RNA ist doch leichter und wir haben halt jetzt die BioNTech, Moderna und auch wenn CureVac noch ein bisschen hinterherhinkt, diese Impfstoffe. Und auf der anderen Seite haben wir die vektorbasierten Impfstoffe von AstraZeneca, Sputnik und Johnson & Johnson, die auf Adenoviren beruhen, die als Vektor verwendet werden, um eben das Spike-Protein von Corona in unseren Körper sozusagen zu bringen. Was haben alle diese Impfstoffe gemeinsam? Also BioNTech, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson. Sie haben alle als Target das Spike-Protein von Corona. Das ist das Oberflächenprotein von Corona. Sieht man hier sehr schön. Das ist das sozusagen, was mit unserem Körper am meisten in Kontakt kommt und wo das Virus mit in unsere Zellen andockt. Alle diese Impfstoffe führen dazu, dass dieses Protein von unseren eigenen Zellen gebildet wird. Das heißt, es wird exakt das gleiche Protein gebildet, was auch in einer Virusinfektion mit SARS-CoV-2 passiert. Es sind bei allen diesen Impfstoffen keine zusätzlichen Adjuvantien nötig. Adjuvantien braucht man bei den Totimpfstoffen. Bestes Beispiel, was am längsten mitverwendet wurde, ist Aluminiumoxid, was da an der Stelle, wo der Impfstoff induziert wurde, eine Entzündungsreaktion macht, die Immunzellen dahin rekrutiert. Und auch gerade die Adjuvantien waren für einen Großteil oder sind für einen Großteil der Nebenwirkungen bei Impfungen verantwortlich. Alle diese Impfstoffe brauchen keine zusätzlichen Adjuvantien. Und wichtig ist, es wird zwar sozusagen von unseren Körperzellen das Spike-Protein gemacht, aber es entsteht keine echte Virusinfektion, auch bei diesen Vektorimpfstoffen nicht. Die sind nicht in der Lage, diese Viren sich von einer Zelle zur anderen auszubreiten. Das heißt, auch sozusagen höchstgradig Immunsupprimierte können also mit allen Vieren dieser Impfstoffe problemlos geimpft werden. Und da unsere eigenen Zellen, wie bei der Virusinfektion auch, eben das Spike-Protein machen, machen sie auch die volle Breite unseres Immunsystems induzieren, nämlich neutralisierende Antikörper durch die B-Zellen, aber auch sehr gute, sehr lange und wirksame virusspezifische T-Zellen. Jetzt will ich kurz sozusagen die Impfstoffe noch mal kurz vorstellen. Wir haben auf der einen Seite die RNA-Impfstoffe, die aus sogenannten Lipid-Nanopartikeln bestehen. Das ist hier links dargestellt. Innerhalb dieser Lipidpartikel, die Außenhülle sieht so aus wie in unseren Zellen eigentlich auch. Und da sind die RNA-Moleküle drin. Die RNA sieht aus wie jede RNA aus unseren Zellen auch. Sie hat eine Cap-Struktur und hinten so lauter A's. Und in der Mitte ist die genetische Information für das Spike Corona. Und dazwischen sind kurze zelluläre Sequenzen, die einfach dafür sorgen, dass diese RNA gut von unseren Ribosomen in unserer Zelle, das heißt von unserer Proteinproduktionsmaschinerie, auch verwendet werden kann. Wenn man sich die Größe dieser Lipid-Nanopartikel anguckt, sind die ziemlich klein, die sind ungefähr so groß wie das Virus selber. Das heißt, es wird also eine Vielzahl dieser Nanopartikel
Lipid-Nanopartikel in unseren Arm dann reingespritzt, kommt in unsere Zellen und induziert dann eine Immunantwort. Wenn man sich das anguckt, was da noch so drin ist, wir haben die RNA, dann haben wir insgesamt bei BioNTech 5 verschiedene Fette. Fette erkennt man dadurch, dass die immer diese Zickzack-Verbindungen haben, die lagern sich hier ein. Es gibt eben 2, die dafür sorgen, dass die Lipidpartikel nicht zusammenfusionieren, dass die gut in unsere Zellen reinkommen. Dann gibt es Strukturlipide, insbesondere mit diesem roten Punkt hier, das ist eine positive Ladung. RNA ist negativ geladen, damit man es da reinkommt, kommen sozusagen positive Ladungen herum, die binden dann die RNA und sorgen dafür, dass die RNA auch in die Lipid-Nanopartikel reinkommen. Und dann sorgt ein bisschen Cholesterol, das kennen Sie alle, das ist das, was man eigentlich ja nicht so viel haben soll, aber die Menge ist hier sehr niedrig oder extrem niedrig, die sorgt, dass das Ganze schön flexibel ist. Und dann funktioniert das auch sehr schön, wie wir wissen. Dann haben wir auf der anderen Seite die Vektorimpfstoffe. Alle bisher verfügbaren Impfstoffe verwenden Adenoviren als Vektoren. Adenoviren sind Viren, die normal so, Schnupfen, grippale Infekte, aber auch so Durchfall oder auch Konjunktiviten auslösen. AstraZeneca hat es eigentlich hier primär sehr gut gemacht. Sie haben nämlich ein Adenovirus genommen, was ursprünglich vom Schimpansen stammt. Das heißt also ein Schimpansen-Adenovirus. Das heißt also, kein Mensch hat sich mit diesem Virus jemals infiziert oder Kontakt gehabt. Das heißt, auch keiner von uns hatte vor der Impfung Antikörper dagegen, weil die Antikörper würden den Impfstoff abfangen. Wenn man das injiziert bekommt, dann kommt es in unseren Körper rein, kommt in unsere Zellen und dann produzieren unsere Zellen das Spike-Protein und induzieren dann eine Immunantwort. So weit, so gut. Aber ursprünglich hatte AstraZeneca gehofft, dass sie mit einer Dosis hinkommen, mussten aber dann feststellen, dass man, um eine gute Impfwirkung zu haben, leider doch 2 Dosen braucht. Und das führt dazu, dass nach der ersten Dosis werden nicht nur Antikörper gegen das Spike-Protein gebildet, sondern auch Antikörper gegen das Schimpansen-Adenovirus. Und diese fangen dann, wenn sie ein paar Wochen später kommen und nochmal impfen, den Großteil der zweiten Dosis ab. Deswegen ist es auch so bei AstraZeneca, dass sie zwar nach der ersten Dosis halt häufig grippale Nebenwirkungen bekommen haben und dicken Arm bekommen haben, nach der zweiten aber praktisch nie, weil einfach von der zweiten Dosis nur noch ein Bruchteil ankommt. Und deswegen können sie auch jetzt sozusagen AstraZeneca dann nur sehr schlecht als Drittdosis, als Auffrischimpfung sozusagen zum Boostern verwenden, weil dann sozusagen ja noch mehr durch die zweite Dosis noch mehr Antikörper da sind. Und deswegen verwendet man eben die RNA-Impfstoffe als Boostern. Wenn sie aber zum Beispiel 2-mal BioNTech bekommen haben und sie immunsupprimiert sind, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch AstraZeneca oder besser vielleicht Johnson & Johnson zu nehmen, um dann vielleicht doch noch zu versuchen, bei schwer sozusagen Immunisierbaren hier doch noch eine Immunität zu erzeugen. Aber jedenfalls 3-mal AstraZeneca oder Johnson & Johnson zu machen, das macht keinen Sinn. So, Sputnik, der russische Impfstoff, die haben das ganz anders gemacht. Die haben nämlich nicht ein Adenovirus genommen, sondern 2. Wir hatten nur Adenoviren des Menschen, nämlich Typ 26 und Typ 5. Antikörper gegen Typ 26 ist bei uns Menschen sehr selten, 5 ist häufig. Daher dieses Problem, dass sozusagen dann Antikörper die zweite Dosis abfangen, das passiert nicht. Also optimal wäre dann so eine Kombination von AstraZeneca mit BioNTech oder Moderna, das haben wir ja auch schon gehört. Und auch Johnson & Johnson ist Typ 26 als Adenovirus, also sehr ähnlich letztendlich zu Sputnik. So, dann, wenn man sich mal anguckt, was jetzt passiert, wenn man geimpft ist. Wir haben die Erstimpfung, dann haben wir eine Zweitimpfung und dann entwickeln wir eigentlich sehr schöne Antikörpertitel, die meisten auch entsprechend hoch. Und dann innerhalb von ein paar Monaten, wissen wir, fallen die ab. Man muss rechnen, dass sozusagen nach 6 Monaten das vielleicht auf ein Fünftel bis ein Zehntel des Ausgangswerts abgefallen ist, weil sie haben am Anfang die akute Reaktion auf die Impfung. Da werden viele Immunzellen stimuliert und nach 6 Monaten sind dann eigentlich nur noch die Gedächtniszellen übrig, die dann, wenn sie erneut Exposition haben, aktiviert werden. Also die meisten sozusagen jüngeren Leute haben sozusagen dieses Szenario, es geht hoch und bleibt dann oben, so ab 40, 50 geht es dann irgendwann hier runter und unter Immunsupprimierten haben sie halt häufiger dann doch das Problem, dass sie gar nicht so viel bekommen. Und dann sind halt mehr als 2 Impfungen auch nötig. Und wenn sie jetzt mit der Drittimpfung ankommen und hier impfen, dann kriegen sie die Antikörpertitel nochmal einen Faktor 10 bis 50 geboostet und dann stimulieren sie nicht sozusagen naive, also sozusagen ja, noch nicht sozusagen vortrainierte Immunzellen, sondern dann stimulieren sie direkt die Gedächtniszellen. Dann bekommen sie deutlich mehr Gedächtniszellen und dann kriegen sie auch eine deutlich längere Immunität. Das heißt, normalerweise ist es so, das wissen wir von ganz vielen anderen Impfungen, sie brauchen einmal eine Grundimmunisierung und dann müssen sie nach 6 bis 12 Monaten nochmal impfen und dann haben sie 3, 5, 10 Jahre Immunität häufig sogar, dann manchmal sogar lebenslang.
Und daher ist es ganz logisch, dass man sagt, die älteren Menschen unter uns über 70, die brauchen halt eine Drittimpfung. Ich sage mal im Abstand von 5 bis 6 Monaten nach der Zweitimpfung. Jüngere Erwachsene, ich sage mal so zwischen 30 und 50, die müssten sich überlegen, ob sie sich jetzt impfen lassen oder ob sie sagen, gut, wir warten vielleicht bis zum Sommer nächsten Jahres, weil nächsten Winter kommt wieder eine Welle und dann hätten wir vielleicht dann gern erst geboostet. Und die Kinder brauchen es entweder gar nicht oder man muss sich halt überlegen, ob man das dann auch wieder im nächsten Herbst macht. Wichtig ist auch, und deswegen empfiehlt sozusagen auch die Politik und die STIKO diese Drittimpfung, dass wir inzwischen sehr gute Daten haben, dass man nach der Drittimpfung für so 4 bis 6 Monate eine sogenannte sterilisierende Immunität entwickelt. Das heißt, man hat so viel Antikörper und so viel Immunsystem aktiviert gegen Corona, dass wenn Corona auf unsere Schleimhäute trifft, dass das einfach komplett abgefangen wird, dass man eben nicht infektiös wird und nicht seine Familie ansteckt und das Virus weitergibt. Und das ist natürlich gerade in so einer Situation, wie wir jetzt sind, mit viel Virus natürlich sehr hilfreich. Das hat man auch in Israel gesehen, dass das dazu geführt hat, dass eben dort die letzte Welle eben gebrochen werden konnte. Aber wichtiger ist ganz klar, die Personen zu impfen, die halt noch gar nicht geimpft sind. So, wenn man dann geimpft ist, dann kann man sich natürlich angucken, wie gut man geimpft ist. Wobei man muss unterscheiden, wir haben eben die B-Zell-Antwort mit den Antikörpern und die T-Zellen. T-Zellen zu messen ist viel schwieriger, viel mühsamer, kann man nicht für alle machen. B-Zellen sind aber auch ein gutes Maß. Und wenn man mal hier guckt, wir haben das mal gemacht bei uns, das sind so von 600 Personen, willkürlich ausgewählt aus dem Klinikum, dann sieht man hier die Y-Achse ist hier so eine Log-Skala, das heißt 10, 100, 1000, 10.000. Man sieht, dass die meisten Leute entwickeln eigentlich so um die 1000, paar 1000. Und dann, ganz lustig, hat man gesehen, dass es hier so eine zweite Gruppe noch gibt, die deutlich niedriger sind. Und das sind halt hauptsächlich Personen, die ja doch irgendwie immunsupprimiert waren oder nicht. Oder ein bisschen eben nicht gut angesprochen haben. Das heißt, wenn man also in dieser Gruppe ist, dann ist es eher schlecht. Dann kann man sich sozusagen eher dafür sprechen, dass man sich vielleicht doch auffrischen lässt. Oder eben gerade jetzt bei Personen, die halt zum Beispiel mit multiplem Myelom oder unter immunsuppressiver Therapie, wenn man da in diesem unteren Bereich ist, dann würde man sicherlich gerne schauen, dass man mit einer Impfung noch höher kommt. Das Problem ist halt, dass es hier keine genauen Zahlen gibt. Die Personen sind sehr unterschiedlich. Man muss auch immer gucken, wann man nach der Impfung genau geguckt hat, wie die Therapie ist, wie die Situation ist. Dann misst man ja nur B-Zellen und nicht T-Zellen. Das heißt also, es ist sehr schwierig, hierauf Entscheidungen zu basieren. Aber das Einzige, was man sagen kann, ist, wenn man eben in einem Bereich liegt, der halt, sag ich mal, über 200, über 400 oder so über 1000 ist, dann kann man sich doch relativ sicher fühlen, dass man auch einen wirklich guten Schutz hat. Und wenn man halt immunsupprimiert ist und man ist sozusagen nur gerade so über dem Cut-off, also dass es negativ ist, also unter 100, dann ist es schon empfehlenswert, hier eben vorsichtig zu sein und sich nochmal zu impfen. So, zusammenfassend möchte ich noch sagen, also Impfstoffe bieten alle sehr guten Schutz gegen Corona. Wichtig ist, Immunsuppression ist für keine der Impfstoffe eine Kontraindikation. Die Kontrolle bei Immunsupprimierten würde man wirklich empfehlen, dass man das macht, sagen wir 4 Wochen nach der zweiten Impfung. Bei ihnen ist auch klar, dass man auffrischen muss. Da muss man dann auch nicht kontrollieren. Da würde ich einfach sagen, nach sagen wir 6 Monaten sollte man auffrischen. Die RNA-Impfstoffe, für sind die Drittimpfung hervorragend geeignet, sollte man entsprechend machen. Und die Vektorimpfstoffe als Drittimpfung, 3-mal Vektor, macht keinen Sinn. Man kann sie aber einsetzen, wenn man mit den RNA-Impfstoffen eben nicht hinkommt. Und die bieten daher gerade auch eine Option für Immunsupprimierte, das damit zu machen. Dann noch 2, 3 Slides ganz zum Schluss. Es war im Sommer sehr viel Diskussion über Herdenimmunität, sozusagen, dass wenn genug Leute geimpft sind, wir dann auch die Ungeimpften sozusagen mitschützen. Ich möchte nicht ins Detail zu sehr gehen, weil wir haben jetzt gesehen aktuell, das ganze Konzept Herdenimmunität, das funktioniert einfach nicht bei Corona, weil 4 bis 6 Monate nach kompletter Impfung man doch einfach schon wieder infektiös wird. Man wird nicht krank, also die Impfung schützt wirklich sehr effizient vor schweren Erkrankungen, aber man wird halt doch wieder infektiös und damit gibt es einfach keine Herdenimmunität. Hinzu kommt ja noch, wir haben 8 Millionen Kinder unter 12 Jahren mit einer extrem niedrigen Impfdosis. Das heißt, wir werden keine Herdenimmunität bis Sommer 2022 bekommen. Wenn wir jetzt Richtung noch weiter Kontakteinschränkungen machen, dann wir riskieren gerade, dass wir Winter 2022/23 das Gleiche wieder haben. Und was man sich klar machen muss, auch insbesondere für die Impfgegner, es gibt einfach keine Alternative. Wir werden dieses Virus nicht wieder loswerden. Das heißt, Sie haben nur die Wahl, Impfung oder Corona. Und ich kann noch weitergehen. Jeder von uns wird sich in den nächsten 2, 3 Jahren mit dem Virus infizieren.
Und sie haben eigentlich nur die Wahl, ob sie das tun wollen, mit oder ohne vorherige Impfung. Und jeder, der meint, dass er das verhindern kann, das kann er vielleicht einen Winter verhindern, vielleicht auch noch einen zweiten, aber dann irgendwann nicht mehr. Und je länger sie es verhindern, desto älter sind sie und so höher ist ihr Risiko. Und das Risiko, damit möchte ich aufhören, es ist auch ganz wichtig, dass man sich das mal klar macht, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu versterben. Und die Daten sind sehr, sehr gut. Es sind sehr, sehr viele Studien, die sich das angeguckt haben, sehr viele Daten. Wenn Sie über 80 sind in den Heimen, ist die Chance zu versterben 10-20% aller Infizierten sterben. Wenn Sie in Rente gehen mit 65, ist Ihre Chance 1% zu versterben und 10-20% aller Infizierten kommen ins Krankenhaus. Meine Altersgruppe ist für Chance zu versterben 1 in 1.000, vielleicht 1 in 100 ins Krankenhaus zu kommen. Und erst bei den Kindern unter 25 wird es relevant. Und deswegen ist das, was man eigentlich hätte tun müssen im Juni, wäre gewesen, eine Impfpflicht für alle ab 60 zu installieren, vielleicht im August eine Impfpflicht ab 50 und jetzt eine Impfpflicht ab 40, weil 90% der Patienten, die jetzt auf den Intensivstationen liegen, sind über 40. Und dementsprechend wäre das ganze Problem, was wir jetzt haben, wäre komplett nicht vorhanden und alle Einschränkungen, die es nicht gibt, wären weg, wenn es uns gelungen wäre, diese irgendwas so zwischen, weiß nicht, 5, 6, 7 Millionen Personen in dieser Altersgruppe, die ungeimpft sind, noch zu impfen. Und das ist als Virologe sehr schade, aber ich hoffe, dass wir das vielleicht doch irgendwann noch hinkriegen. Damit stehe ich dann gerne für Fragen zur Verfügung.